Die Makuladegeneration ist eine Erkrankung der Makula. Die Makula ist die Stelle des schärfsten Sehens und eine Degeneration ist das Zugrundegehen oder eine schwere Veränderung der Schichten der Netzhaut, die die Makula ausmachen. In diesem Fall quasi eine langwierige Stoffwechselablagerung, eine Veränderung des Alters an einer Stelle, die für das scharfe Sehen verantwortlich ist. Also ein Zugrundegehen von Funktionen der Makula, der Netzhaut im Zentrum. Wir können die Makuladegeneration diagnostizieren auf eine sozusagen herkömmliche Art und Weise, indem wir an unserer Spaltlampe und mit unserem Augenspiegel ins Auge hineinsehen. Da sehen wir aber nicht alle Veränderungen so gut, wie wir es jetzt mit bildgebenden Verfahren machen können. Wir haben unterschiedliche Verfahren, mit denen die Netzhaut schichtweise dargestellt werden kann. Manchmal nehmen wir einen Farbstoff und machen ein Angiogramm und damit können wir dann diese Degeneration und die Störungen sehr genau diagnostizieren. Die Behandlung der Makuladegeneration hängt davon ab, welche Form der Makuladegeneration vorliegt. Es gibt eine Form, die ist besonders rasch fortschreitend, das ist die feuchte Makuladegeneration. Die können wir sehr gut behandeln mittlerweile durch Medikamente, die wir ins Auge einbringen. Einbringen heißt hineinspritzen. Das hört sich nicht gut an, ist aber sehr effektiv. Die andere Form der Makuladegeneration, die sogenannte trockene Form, gegen die haben wir leider bislang immer noch kein Mittel gefunden. Die gute Nachricht bei der trockenen Form ist, sie kann sehr langsam voranschreiten, es kann sehr lange dauern und es kann sehr lange trotzdem gut bleiben.